Ich spill hier heute richtig den Tee, Leute, den Eistee. Bevor da irgendwas überhaupt losgeht, musst du 800 Euro zahlen. Das hat sich sowas von eingebildet angehört. Wow. Mit diesen Gedanken bin ich an die Sache ran und habe mein Otto drunter gesetzt. Baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Leute, was geht ab? Zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute habe ich ein neues Storytime-Video für euch. Deswegen war ich extra gerade nochmal weg und habe mir diesen süßen Becher gekauft. Da ist übrigens Eistee drin. Ich würde euch an der Stelle auch empfehlen, euch was zu Fooden zu holen, irgendwas zu trinken, Kakao, Kaffee, Energy Drink oder Süßigkeiten oder einen Döner oder eine Pizza. I don't know. Würde ich an der Stelle auch machen. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht mehr groß drum rum und fange an, euch die Story zu erzählen. Also, wir fangen ganz weit vorne an. Macht auch Sinn, beim Anfang anzufangen, ne, Sisi? Manchmal bin ich so ein bisschen Banane. Wisst, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das heißt, ich kann mich an Sachen nicht ganz so gut erinnern. Mir ist schon so viel in meinem Leben passiert. Aber ich werde die ganze Zeit abgelenkt. Aber ich kann mir sehr viel einfach nicht merken. Ich bin so vergesslich. Das ist nicht mehr normal. Ne? Ich habe echt schon überlegt, deswegen mal zum Arzt zu gehen. Weil ich echt so viele Sachen nicht mehr weiß. Ganz komisch. Ich glaube, ich habe früher zu wenig Gehirnjogging gespielt. Ja, egal. Auf jeden Fall erzähle ich euch jetzt meine Story. Es geht um einen Modeljob, Schauspielkarriere. Ja, ich würde sagen, das beschreibt es ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber einer meiner Wünsche ist auf jeden Fall, mal irgendwas in Richtung Schauspiel zu machen. Sei es in einem Kinofilm mitzuspielen, in irgendeiner Fernsehserie oder sowas halt, in der Art Netflix-Serie oder sowas. Wisst ihr so, das ist so ein ganz kleiner Traum von mir. Das würde ich echt super, super gerne mal machen. Und deswegen habe ich mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt in den letzten 2 Jahren und mir überlegt, ob ich mich nicht an irgendeiner Schauspielschule bewerben soll, mich mal bei einem Casting anmelden soll, halt irgendwas, was mir die Tür in so eine Richtung öffnen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe lange gesucht und habe dann irgendwann was gefunden. Das Ganze habe ich damals auf der RTL-Seite gefunden. War das RTL oder RTL 2? Ich weiß es nicht mehr genau, ich kann es euch nicht mehr sagen. Jedenfalls war da so ein Castingbogen, ich habe es alles ausgefüllt, habe eine E-Mail bekommen, habe eine Einladung irgendwann bekommen. Also es ging alles über so einen längeren Zeitraum, habe dann aber schließlich diese Einladung bekommen und bin dann zu diesem Casting hingefahren. Das war dann letztes Jahr im Sommer irgendwann. Ich glaube im Juli oder im August müsste das gewesen sein, es war ziemlich warm. Und ich war auch super aufgeregt, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt, weil das alles halt Neuland für mich war und ich mich damit noch nicht so auseinandergesetzt habe. Klar, ich hatte schon Jobs für, also nicht fürs Fernsehen, aber zum Beispiel für einen Werbespot. Ich habe ja damals für Bebian Care einen Job gehabt, wo ich dann da eingeladen worden bin von denen. Das haben die halt auch mit einem riesen Kamerateam gemacht. Oder ich zum Beispiel auf der Fashion Week war, hat mir ein Interview mit RTL. Also ich war Kameras so irgendwie schon gewöhnt ein bisschen, aber halt nicht so in Richtung Film und Fernsehen. Eher so für kleinere Dinge so. Ja, aber dadurch, dass ich eine Influencerin bin, bin ich schon von Haus aus ziemlich offen für sowas. Also ich bin generell ein offener Mensch geworden durch YouTube, einfach durch Instagram und Co. Vielleicht habt ihr mich ja schon mal gesehen, dann wisst ihr das, dass ich eigentlich schon ein sehr offener Mensch bin. Wenn ich merke, jemand erkennt mich und traut sich nicht, mich anzusprechen, bin ich immer so, ey, wolltest du ein Foto machen? Und wenn dann ein Nein kommt, ist super peinlich, kann ich euch sagen, das ist einmal vorgekommen. Nein, aber so, versteht ihr, ich bin eigentlich schon ein offener Mensch. Und auch wenn ich zum Beispiel dann auf der Glow bin, auf diesem Teppich, auf diesem pinken, und mein Manager sagt, ey, Sisi, die wollen ein Interview mit dir. Ich bin so direkt, hi, ja, wie geht's, worum geht's, welche Fragen soll ich beantworten? Also ich bin wirklich ziemlich offen und sowas ist mir nicht mehr peinlich und ich bin vor sowas auch nicht mehr aufgeregt. Deswegen war ich zwar schon aufgeregt vor diesem Casting, aber es hat sich noch so in Grenzen gehalten. Also es war noch okay für mich irgendwie. Es war damals in so einem Hotel unten in der Lobby irgendwie. Wir mussten uns dann, also ich musste mich dann da anmelden. Die wollten auch meinen Ausweis und meine Einladung, glaube ich. Und ich bin dann dorthin, habe mich dann halt so angemeldet und dann haben die gesagt, ja, du kannst dich da drüben in den Raum reinsetzen. Und das war schon ganz komisch, weil in diesem Raum saßen ganz, ganz viele Menschen drin und alle total unterschiedlich. Da saßen welche drin, die eine andere Hautfarbe hatten oder die ganz klein waren oder die etwas dicker waren oder die total ausgeflippt aussahen. Also es war wirklich bunt gemischt und ganz, ganz verschieden. Da war so jeder Typ dabei, also egal ob auch Frauen und Männer, da war wirklich alles dabei. Ah,
Wir saßen dann eine ganze Weile in diesem Raum. Ich hatte meine Mama dabei und meine Schwester war auch dabei. Und wir saßen halt eine ganze Weile in diesem Raum. So ein ganz kleiner Fernseher, so ein Kastenfernseher, den man 2005 hatte. I don't know. Und da lief die ganze Zeit in Dauerschleife eine DVD. Und zwar die Karriere von entweder von J.Lo oder von Beyoncé. Ich bin mir nicht sicher. Eine von beiden war es. Lief da wirklich komplett in Dauerschleife. Die ganze Zeit, diese Lieder sind mir im Kopf rumgegesselt. Ich dachte, Alter, wenn ich gleich mit dem Fernseher ausmache, dann drehe ich hier komplett am Rad. Weil ich saß da schon, ich glaube, über eine Stunde, weil da halt so viele Leute waren und die mussten alle einzeln gecastet werden. Ja, dann saß gegenüber von uns eine Frau. Das war eine ältere Frau, die war bestimmt schon so 70. Also 60 safe, vielleicht ist schon so 70. Ich weiß nicht mehr genau. Ich kann euch auch sagen, ich weiß nicht mehr genau, wie die Frau aussieht. Das ist auch so krass. Wisst ihr, das letztes Jahr ist passiert und ich kann mich jetzt schon nicht mehr an ihr Gesicht erinnern. Ich glaube, in meinem Gedächtnis stimmt echt irgendwas nicht. Hoffentlich kriege ich mal keine Alzheimer oder sowas. Das ist echt uncool. Ich meine das echt ernst. Das ist krass. Mein Gedächtnis, das ist auf einem anderen Level ein Sieb. Wie gesagt, bei uns gegenüber saß diese Frau dann halt. Die war auch so geschminkt und schön angezogen und so. Und sie hat mich die ganze Zeit beobachtet. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn mich jemand die ganze Zeit beobachtet, ich merke das sofort. Ob das egal, ob das eine Frau ist oder ein Mann, mir fällt das sofort auf, wenn jemand die ganze Zeit so auf mich fokussiert ist und mich beobachtet und auch mich so unauffällig versucht zu beobachten. Dann habe ich sie dann auch angeschaut, habe sie dann auch so angelächelt. Und dann meinte sie zu meiner Mama, dass ich aussehen würde wie eine Schauspielerin. Sie müsste mich die ganze Zeit beobachten, weil ich original wie diese Schauspielerin aussehen würde. Und ich kann euch gar nicht mehr sagen, wen sie meinte. Sie meinte irgendeine... Warte mal. Ich rufe mal meine Mama an, ich frage die mal, ob die das noch weiß. Wo wir bei diesem Casting waren, ne? Ja. Da war noch so eine alte Frau. Ja. Und die hat gesagt, sie sieht aus wie irgendeine Schauspielerin. Wen meinte die? Demi Moore. Demi Moore meinte sie. Wartet mal, ich google mal, wie die aussieht. Dann kann ich euch das sagen. Sie meinte Demi Moore. Sie meinte, ich sehe Demi Moore sowas von ähnlich. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Haare bis hierhin. Die hatte ich dann auch so gelockt. Und, ja, sie meinte, ich sehe aus wie Demi Moore. Und ich muss sagen, ich kann mich mit dieser Frau gar nicht identifizieren. Ich finde, sie ist ganz hübsch. Keine Frage. Aber sie hat auch eine ganz andere Augenfarbe. Und ich finde, ich habe auch nicht diese schöne Ausstrahlung, die sie hat. Ich blende euch mal ein paar Bilder von der ein. Ja, auf jeden Fall meinte sie, ja, ich würde komplett aussehen wie sie und ich wäre so hübsch und wie alt ich denn bin. Dann kam man so ins Gespräch halt. Dann meinte sie, ja, sie wäre schon öfter bei solchen Castings gewesen und ist gespannt, was auf sie zukommt und so. Und was ich euch auch noch so als kleine Nebeninfo geben kann, ist, dass es in diesem Raum bestimmt 32 Grad waren. Also es war halt richtig heiß. Ihr wisst ja, wie heiß der letzte Sommer war. Und da gab es keine Klimaanlage. Die Fenster haben die teilweise einfach zugelassen. Also es war echt schon so der Horror. Das waren eigentlich alles schon so kleine... Ah, mein Hintern tut so weh. Der ist übrigens gebrochen, falls ihr euch wundert, wieso der weh tut. Ja, auf jeden Fall waren das alles schon irgendwie so kleine Hinweise darauf, dass das irgendwie alles nicht so professionell ist und so, wisst ihr? Also ich war schon so ein bisschen am Zweifeln. Ich war so, irgendwie ist das ganz komisch. Wir haben dann auf jeden Fall weiter gewartet. Ich weiß nicht, wie lange wir insgesamt gewartet haben, aber bestimmt anderthalb Stunden. Ich spill ja heute richtig den Tee, Leute, den Eistee. Wollte ich halt immer mal machen. Nachdem wir dann eine Weile gewartet haben und ich die ganze Zeit gedacht habe, hoffentlich ruft er jetzt meinen Namen auf. Endlich, bitte ruf meinen Namen auf. Hat er dann auch irgendwann, er dann so, ja, du kannst jetzt, aua, du kannst jetzt mitkommen. Er hat mich dann zu so einer Frau geführt und das war dann auch nochmal so ein Riesenraum. Da standen ganz viele Tische und dann war das so ein bisschen abgeteilt mit so einer Trennwand. Und da saßen dann halt diese Kandidaten, nenne ich es jetzt mal, alle einzeln. Und haben halt Gespräche mit den Mitarbeitern dort geführt. Ich kam dann zu so einer Frau. Und sie so, hi, wie geht's? Sie hat so kurz mit mir gesprochen. Und ich so, ja, ganz gut. Und ich dachte, dass ich vielleicht irgendwas vorführen muss oder so. Wisst ihr, also, weiß ich nicht, wenn du was in Richtung Schauspiel machen willst und dich halt für irgendwas bewirbst, ist es ja meistens so, dass du dann irgendwas kurz spielen musst, eine Rolle oder sowas. Ja, auf jeden Fall dachte ich halt, ich muss sowas machen. Pustekuchen. Ich war dann dort, ich habe dann so ein Formular nochmal ausgefüllt. Sie hat mich abgemessen an der Brust, an der Taille, an der Hüfte. Sie hat mich nochmal gewogen. Solche Dinge. Einfach solche Kleinigkeiten, weil es ja auch wichtig ist, in diese Setcard damit aufzunehmen. Das haben wir alles gemacht. Dann hat sie mich gefragt, was ich beruflich mache, meinen vollen Namen, meine volle Adresse. Was hat sie mich noch gefragt? Für was ich offen wäre, also was ich gerne machen würde, schauspielmäßig. Wo, wann, wie ich Zeit habe. Sowas alles. Also ob ich auch was für Werbespots machen würde und was weiß ich alles. Solche Fragen haben die mir da halt gestellt. Habe ich da dann alles beantwortet. So, und dann meinte sie... Ja, du kannst jetzt zu unserem Fotografen gehen
Und der macht dann ein paar Fotos von dir und das wird dann alles mit in diese Setcard aufgenommen. Und ich war so, ja, okay, hört sich ganz gut an, ne? Ist ja auch normal, dass wenn man sich irgendwo anmeldet, die Leute Fotos brauchen, um zu wissen, wie du aussiehst. So, dieser Fotograf. Ich kann euch sagen, ich habe echt keine Vorurteile gegenüber irgendwelchen Menschen. Egal, ob die eine andere Nationalität haben als ich, ob die auf das gleiche Geschlecht stehen, ob die transgender sind, ob die ein bisschen dicker sind, ob die kleiner sind, ob die größer sind. Ich mache mir immer mein eigenes Bild von den Menschen, weil ich einfach weiß, wie es ist, wenn sich Menschen nicht das eigene Bild von einem machen. War das Deutsch? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich werde so oft einfach verurteilt wegen meinem Aussehen, meiner Größe oder was weiß ich. Deswegen kann ich das total relaten und deswegen mache ich das nicht. Ja, und das war so ein Mann, der war so ein bisschen dicker, der war komplett geschwitzt, hatte eine Kamera in der Hand und dann war da so eine weiße Wand. Also, wie, ihr kennt das bestimmt, wenn man Fotoshootings hat. Oder habt ihr das schon mal bestimmt gesehen? Das ist dieses Weiße, dieser Hintergrund einfach. Und davor stand ein Stuhl. Und das war original ein Bierhocker aus irgendeiner Kneipe. Stand da und dann war da noch so eine Frau. Und das war die Frau, die fürs Make-up zuständig war. So, ich kam da hin, hab dann den Leuten Hallo gesagt. Ich sollte dann erstmal zu dieser Make-up-Artistin. Und die sollte mich dann nochmal so begutachten. Und mich eventuell dann noch ein bisschen schminken. Und sie meinte aber damals zu mir, oh, du schminkst dich ja voll schön, das sieht voll gut aus. Ich pudere dich nur noch mal ein bisschen ab, weil es war halt übel heiß. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Und deswegen hat sie mich dann nochmal abgepudert. Ich so, ja, danke. Ja, und dann hieß es dann, Sisi geht jetzt zum Fotografen. So, ich zu dem Fotografen. Er sagt, ja, mach mal das, mach mal dies. Und dann sagt er so, ja, du bist echt gut. Hast du da irgendwelche Erfahrungen drin? Ich so, nee, ich gehe ab und zu nur auf irgendwelche Events und stehe dann auf dem roten Teppich und werde von Fotografen fotografiert, die 100-mal besser sind als du. Das hat sich sowas von eingebildet angehört. Wow. Nee, das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich so, nee, nur so ein bisschen. Ich mache auch selbst Fotos für Instagram und sowas. Habe ich halt so ein bisschen erzählt. Und dann hat er mir verschiedene Posen gesagt, die ich denn machen soll. Und ich war schon so, was labert der? Das sieht, ich kenne ja meinen Körper und ich kenne ja mich selbst. Und ich mache jetzt 5 Jahre YouTube und 5 Jahre Instagram und ich weiß mittlerweile, wie ich mich hinstellen muss, damit es gut aussieht. Ich kenne ja auch meine Figur, wie die stehen muss, damit man meinen Bauch nicht richtig sieht oder meine Problemzonen halt nicht so im Vordergrund stehen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das habe ich dem dann halt auch versucht zu erklären, hat er aber nicht ganz so gecheckt. Er meinte so, ja, mach das mal so und so, das sieht gut aus, mach das so. Ich zeige euch mal, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll oder was ich davon halten soll. Ich muss sagen, ich habe diese Fotos nicht direkt danach gesehen. Also er hat mir die Fotos nicht gezeigt, ich durfte sie nicht sehen. Und da war ich schon so, warum zeigt er mir die nicht? Ich muss doch sehen, wie ich da drauf aussehe, ob ich da drauf fett bin oder nicht. So wisst ihr, man kennt das doch, wenn irgendjemand anders Fotos macht. Er hat sie mir auf jeden Fall nicht gezeigt. Ich musste dann zurück zu dieser komischen Frau, wo ich am Anfang war. Ich glaube, dieses Fotoshooting ging so 10 Minuten höchstens, keine Ahnung. So, und dann meinte die Frau zu mir, ja, wenn du jetzt damit einverstanden bist und bereit bist, dann kannst du jetzt hier unterschreiben. Und ich so, das ist ganz komisch. Das ist mir hier nicht so koscher. Ich glaube, ich unterschreibe das nicht. Meine Mutter in dem Moment, unterschreib's doch. Das kann dir voll viele Türen öffnen, weil die hat uns das wirklich schmackhaft geredet. Ich muss sagen, die hat mir das extrem schmackhaft gemacht. Die meinte so, ja, hier sind schon welche gewesen, die haben dann Rollen für irgendwelche coolen Fernsehserien bekommen. Und ich selbst war auch mal in dieser Kartei drin. Und habe wirklich nur gute Erfahrungen damit gemacht. So, und jetzt kommt aber der Haken an der ganzen Sache. Bevor da irgendwas überhaupt losgeht, musst du 800 Euro zahlen. Und zeig mir mal ein einziges, gutes, professionelles Casting, wo du im Voraus Geld bezahlen musst. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Genauso, als würde mich irgendeine Firma für Insta anschreiben und so schreiben, ey, Cicilicious, uns gefällt dein Instagram-Account total. Wir hätten gerne, dass du für uns Werbung machst, aber nur, wenn du uns erst 50 Euro überweist. Wisst ihr, das macht keinen Sinn. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber soweit nicht gedacht. Und dadurch, dass meine Mama auch noch meinte, es hört sich doch gut an, es ist zwar ein bisschen Geld, aber ist doch egal, wir machen das und dann öffnen sich für dich Türen. Die will natürlich auch noch mein Bestes und dachte, boah, voll geil, so, ne, das ist vielleicht nochmal so ein Schritt in die richtige Richtung. Und dadurch, dass die Frau mir das auch so gut geredet hat und die Leute, die auch selbst in dem Casting drin saßen, haben auch alle nur positiv davon gesprochen. Und deswegen war ich so, ja gut, ich habe das bei RTL oder RTL 2 gefunden, das wird ja wohl kein Fake sein. Mit diesen Gedanken bin ich an die Sache ran und habe mein Otto drunter gesetzt. Ich habe unterschrieben. Das heißt, ich habe an diesem Bein hier
800 Euro. So, ich bin dann irgendwann da raus und dann war ich so, Mama, ich glaube, ich hätte das nicht unterschreiben sollen. Sie so, meinst du? Ich so, nee, ich glaube echt nicht. Sie so, ach Quatsch, es wird schon gut sein. Ich so, ja, wird schon gut sein. Ja, und dann habe ich Post von ihm bekommen mit einer Rechnung von 800 Euro. Und ich dachte so, was habe ich da gemacht? Wofür soll ich denn 800 Euro zahlen? Für nix? Da kann ich die genauso gut die Toilette runterspülen. Dann sehe ich vielleicht auch noch ein paar Kreise dafür. Aber das ist ja für nichts. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so krank. Und dann habe ich mich dazu entschieden, es nicht zu überweisen. Ich habe dann auch eine Mahnung von denen bekommen. Und man hat auch so ein eigenes Profil, auf dem halt alles von dir drauf ist. Und da könnte ich die Leute für Jobs anfragen. Also die Leute, die halt Schauspieler suchen, Filme oder was weiß ich alles. Aber das ist alles so unprofessionell. Und dann habe ich einfach so mein Ding weitergemacht. Und ich dachte so, ich gehe damit auf jeden Fall zum Anwalt. Ich werde das safe nicht überweisen. Hatte das dann aber auch nicht gemacht, weil ich so viel zu tun hatte. Und irgendwann haben mir immer mehr Mädels von euch geschrieben. Viele, viele Leute kamen auf mich zu und meinen, ey Sisi, ich habe gesehen, du hast da auch eine Setcard. Wie ist das so? Ich habe das Gefühl, die verarschen mich. Ein Mädchen hatte mir geschrieben, ey, ich bin noch in der Ausbildung, ich habe kein Geld, ich habe das jetzt trotzdem an die überwiesen, jetzt erreiche ich da keinen mehr, kannst du mir irgendwie weiterhelfen, wie war das bei dir? Und ich war so, what the fuck, ich muss unbedingt ein Video dazu machen. Unbedingt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann euch einfach nur sagen, passt wirklich auf, alle Castings und alle, was weiß ich, überall, wo ihr hingeht und ihr müsst im Voraus Geld zahlen, macht das nicht. Die werden euch safe über den Tisch ziehen, so wie die es mit mir gemacht haben. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt zugelassen habe. Eigentlich bin ich gar nicht so der Mensch, der sich so verarschen lässt. Mir wurden aber so die Augen zugeschmiert, dass ich mich total verarschen lassen habe von denen. Ich werde definitiv mit dem Ganzen zu meinem Anwalt gehen. Ich wollte eigentlich das Video erst machen, wenn ich bei meinem Anwalt war, um euch mitzuteilen, ob man da rauskommt oder nicht. Das Ding ist, ich habe diese Unterschrift gesetzt, bei klarem Verstand. Okay, vielleicht war ich ein bisschen Banane zu der Zeit im Kopf. Aber ihr wisst, ich habe keinen Alkohol getrunken, keine Drogen genommen. Also ich habe es so gesehen bei klarem Verstand unterschrieben. Deswegen weiß ich nicht, wie man das Ganze anfechten kann. Wir werden sehen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, weil diese Firma ist safe sowas von eine Abzockfirma vom Allerfeinsten. Wenn ihr Bock habt, würde ich noch einen zweiten Teil dazu machen. Vielleicht habt ihr irgendwelche Erfahrungen, dann könnt ihr mir das gerne per Instagram schreiben. Und ich erzähle euch dann, wie das Ganze mit dem Anwalt weiterläuft. Ich würde euch an der Stelle nochmal gerne die Fotos einblenden, alle so ein bisschen genauer. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Seht ihr das, wie gelb meine Zähne sind? Also, die macht man doch dann auch mal ein bisschen weißer, so, oder? Oder man retuschiert mal ein bisschen die Haut. Dann, wie ich da sitze. Seht ihr diesen Hocker? Ich sitze da wie auf so, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dann sitze ich da, als würde ich gerade kacken. Es sieht absolut beschissen aus. Das sind die Fotos, die dieser komische Fotograf gemacht hat. Und an der Stelle blende ich euch mal die Fotos ein, die ich auf meinem Instagram-Account poste. Soll gar nicht eingebildet klingen oder so, aber ich finde, dieser Typ hat absolut keine Ahnung von seinem Job. Ich wette, das war irgendeiner, der eigentlich in einem Büro arbeitet oder Busfahrer ist oder was weiß ich. Das soll überhaupt absolut gar kein Shade an diese Berufe sein. Ich finde es gut, dass es diese ganzen Leute gibt und ich kritisiere oder was weiß ich. Also, warum rechtfertige ich mich schon wieder? Ich wollte euch einfach nur sagen, dass ich der Meinung bin, dass dieser Typ, der eigentlich sagt, er ist Fotograf, kein Fotograf ist. So, Punkt, aus, Ende. Das war's von mir. Das war die Story. Ich bin einfach nur so geschockt, ne, dass ich das alles überhaupt mitgemacht habe. Ich bin so dumm einfach. Ich bin so dumm. Aber da waren wirklich so viele Leute und ich würde mal gerne wissen, wie viel Geld die mit diesen dummen Menschen machen. Ich war einer davon. Nein, ich habe es jetzt noch irgendwie gut, mehr oder weniger. Ich habe jetzt an die noch keinen Cent überwiesen. Aber überlegt euch das mal. Ein Mädchen hat mir einfach geschrieben, sie ist in der Ausbildung. Und egal was du arbeitest, in der Ausbildung hast du nie viel Geld für dich. Und dann zahlt die 800 Euro an diese Drecksfirma für nix. Also ich bin einfach nur sprachlos. Ich finde das sowas von asozial und sowas müsste echt verboten werden. Ich habe diese Firma jetzt nicht hier erwähnt, aber ich werde es safe im nächsten Teil machen. Wenn ihr mir dann auch eure Erfahrungen schickt mit solchen Firmen, würde ich das auf jeden Fall im nächsten Teil machen, weil die können nicht so damit weitermachen, die können doch nicht damit durchkommen. Ich werde erstmal mit meinem Anwalt darüber quatschen und dann werde ich das auf jeden Fall tun. Ansonsten könnt ihr mir an der Stelle gerne auf Instagram folgen, das würde mich sehr freuen. Ich heiße da CCLiciousYT und ihr könnt auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren.
Ja, ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben freuen für dieses Video, für diese geile Story und meinen coolen Becher. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye. Und passt auf euch auf, Leute. Die Welt ist wirklich böse.